Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder eine Cast-Challenge, denn mir wurde dieser Sim hier eingesendet und wir werden ihn einfach mal direkt dazu holen. Ersetzen bitte, danke. Denn wir machen eine Ugly-to-Beauty-Challenge und oh mein Gott. Ich würde daraus eine Make-No-Mistake-Challenge machen. Ich wollte erst eine Zeit-Challenge machen, aber ich dachte so, nee, wir machen das jetzt einfach so. Aber wir machen es so, dass ich den Sim vorher halt ausziehen darf und so und dann halt erst anfange, damit ich schon mal einen Blick nehmen kann, wie das hier alles aussieht. Bin gespannt, wie das hier wird. Make no mistake ist halt immer so eine Sache, ne? Aber mal schauen. Wir kriegen das schon hin, dass dieser Sim normal aussieht, weil ugly ist ja immer so eine Sache, ne? Und ich fange einfach mal mit den Ohren an, weil die stören mich immer am meisten. Sehr klein, aber ja, kann man machen, ne? Ist auch schon in Ordnung, würde ich behaupten. Die Wangen sind voll in Ordnung auch. Ich möchte auf jeden Fall mal kurz mich um die Pupillen kümmern. Die müssen ein bisschen größer werden, weil das ist sonst ein bisschen, ja. Und ich möchte nicht, dass die Augen so krass aufgerissen sind. So ist schon besser, oder? Also es geht schon in eine Richtung, wo ich mir denke so, ja, noch ein bisschen kleiner sein, weil ich glaube, es sieht ein bisschen komisch aus. Und ich würde dann einfach schon mal eine Farbe auswählen. Ich nehme einfach mal die hier. Oh mein Gott, das sieht ein bisschen komisch aus, aber ist in Ordnung. Ich weiß nicht genau, wie ich diesen Hügel hier retten soll, wenn ich ehrlich bin. Aber so auf jeden Fall nicht. Warte, ich ziehe das hier schon mal rein. Ich glaube, das muss ich in der Detailbearbeitung machen. Und oh, das ist einfacher als gedacht. Irgendwie. Oder auch nicht. Ah. Aber dann kann ich mich hierum noch kümmern. Oh, süß. Ja, das geht schon. Das ist voll in Ordnung. Es ist schon ein bisschen hart, ne? Also, die Lippen können auf jeden Fall auch ein bisschen größer. Und das sieht da schon gar nicht mal schlecht aus. Also, ich finde, glaube ich, die Pupillen sind noch ein bisschen klein eigentlich. Aber ist egal. Ich denke, das war es jetzt erstmal im Gesicht, ne? Ich werde schon mal neue Augenbrauen geben. Ich würde gerne die hier nehmen, weil die süß aussehen. Oh, cute. I love it. Die Nase ist so ein bisschen reingedrückt jetzt, ne? Aber ist egal. Sieht trotzdem eigentlich ganz süß aus. Und dann gucken wir mal, was wir mit ihrem Bodytype machen. Also ich würde erstmal das so ein bisschen runterziehen. Und das ein bisschen höher ziehen. Dann würde ich ihren Bauch ein bisschen reinziehen. So vielleicht. Und ihr ein bisschen Boobies geben. Und ein bisschen Pubis. Warum bewegt sich das nicht mehr? Ich mache das jetzt nochmal, weil es irgendwie nicht funktioniert hatte. I don't know. Auf jeden Fall kriegt sie ein bisschen Pubis. Das ist maximal, ne? So. So, ein bisschen Pöppis nur. Aber ja, nicht übertreiben, ne? Bisschen schmalere Oberschenkel vielleicht. Ein bisschen mehr Taille, weil warum nicht? Sieht doch cute aus. Yes, I love it. Dann werde ich hier auf jeden Fall die EA Eyelashes wegnehmen. Denn die finde ich doof. Und dann geben wir ihr natürlich eigene. Wir nehmen die ganz großen, weil ich da Bock drauf habe. Und zwar diese hier. Oh, girl. I love it. Bei den Haaren ist jetzt so eine Sache, ne? Weil ich finde halt immer alles irgendwie schön und so. Ich kann nicht so einschätzen, welche Haarlänge ihr gut stehen würde. Und ich darf jetzt nur eine Sache anklicken, ne? Das ist schon hart. Ich nehme jetzt einfach mal die hier. Ich drücke einfach mal und sieht doch süß aus. Aber welche Farbe nehme ich? Ich würde, glaube ich, so ein Braun gerne nehmen. Ich versuche es einfach mal. Oh mein Gott, süß. Süß! Das sieht sehr, sehr süß aus. Ich habe die Augenbrauen noch nicht runtergeholt, ne? Weil ich würde die hier noch ein bisschen niedriger machen, weil es ist ein bisschen, weil ich finde das ein bisschen zu weit oben. No. Das nenne ich noch mal ein süßes Girl. Ich würde jetzt erstmal ihr Outfit machen. Und dann würde ich mich um ihr Make-up kümmern. Wie wäre es denn mit so einem Pullover? Der sieht doch bestimmt süß aus. Ja! Oh, cute. Jetzt muss ich halt nur eine Hose nehmen, die halt sehr weit oben sitzt, weil sonst sieht das ein bisschen weird aus. Oder ein Rock vielleicht? Oh mein Gott, ein Rock wäre auch süß. Ich versuch's einfach mal mit dem hier. Und vielleicht in so Jeans-Tönen auch. Ja, er sitzt perfekt. Nice. Oh süß, dann hat sie so ein richtiges Herbst-Outfit. I love it. Dann kriegt sie halt noch so eine Strumpfhose natürlich drunter, weil im Herbst gehen wir hier sonst nicht raus. Dann ziehe ich ihr die hier an. In welchen Dings gibt es die noch?
Ich glaube halt, aber ich würde die normalen hier nehmen, diese schwarzen. Süß! Oh, I love it! Das passt halt einfach perfekt zu unserem, also zu dem Wetter und so. Und das finde ich so schön. Jetzt möchte ich ihr noch so ein dezenteres Make-up geben, aber keine Ahnung, vielleicht auch so mit Orangetönen oder so, weil Herbst ist für mich so auch orange und so und das wäre halt schon irgendwie cool, oder? Nehmen wir hier das von Grim Cookies. Da gibt es zwar jetzt leider kein Orange, das wusste ich vorher nicht, aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, deswegen nehme ich das. Und wir nehmen einfach mal das hier. Oh, das ist ein bisschen hell, aber es sieht nicht schlecht aus. Und beim Eyeliner würde ich auch nicht so übertreiben. Ich nehme einfach den hier. Der ist auch fein. Und ich würde gern vielleicht so ein bisschen rötlichere Lippen nehmen. Ich würde die hier versuchen. Ich glaube, ich kenne die noch nicht, deswegen mache ich es einfach mal. Ich nehme die. Irgendwie finde ich die nicht so schön. Aber kann man irgendwie trotzdem machen, ne? Also, ich weiß nicht, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ist irgendwie nicht so meins? Aber es sieht trotzdem nicht schlecht aus oder so. Ich würde ihr vielleicht nochmal ein Skin draufklatschen. Also so was Softes. Sowas hier vielleicht. Oh, yes. Das sieht echt süß aus. Ich glaube, so gefällt sie mir schon ganz gut. Wir können ja mal gucken, ob ich noch einen süßen Hut habe, den man dazu anziehen könnte. Was so herbstlich ist. Oder solche Hairpins. Das wäre auch süß, oder? Ich versuche es einfach mal, ob das damit einhergeht. Oh. Ja, es klappt auf jeden Fall mit der Frisur. Ach komm, wir lassen es jetzt einfach so. Ich finde es fein auf jeden Fall. Also, die Hairpins hätten nicht unbedingt sein müssen, aber ich fand es irgendwie trotzdem süß, die mal da reinzumachen, weil ich das nie mache. Und auch der Lippenstift ist jetzt nicht unbedingt meins, aber hey, vielleicht ist das einfach ihr Style. Ansonsten finde ich sie nämlich richtig cool. Ihr Outfit ist richtig toll. Und auch so ist ihr Gesicht halt auch schon ganz süß eigentlich. Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit ihr. Und ich würde gerne wissen, was ihr davon haltet. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von ihr denkt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!